Ja, hallo Freunde, hier ist nochmal TK aus HGW, wieder mit ein paar, in dem Sinne tatsächlich ein Paar, das uns heute hier in Malchin begleitet hat. Und wir sind ja schon die ganze Zeit auf dem Weg, Frau Faeser aufzuzeigen, wie sehr normale Menschen in dieser schweren Zeit auf die Straße gehen. Frau Faeser sieht es ja ganz anders. Warum sind Sie schon so lange mit dabei? Sie waren die... Martina, seit wann sind Sie dabei? Seit wann sind wir dabei, Raimund? Ich weiß es jetzt auch nicht. Ja, also wir sind auf alle Fälle 2 Jahre schon unterwegs. Ja, mindestens. Und versuchen, unser Unmut praktisch auszudrücken, indem man uns an so einer Veranstaltung teilnimmt und den Politikern mal mitzuteilen, öffentlich mitzuteilen, dass sie keine Politik für die Menschen hier machen, sondern die sind einfach von der Realität fern, fremd. Die machen ihre Politik für sich und für die EU, aber nicht für uns Menschen hier. Und das möchte ich ändern und ich würde heute die Regierung gehen sehen, als wie morgen. Das ist mein Statement und ich stehe hier auf die Straße für mich, für meine Frau, für meine Kinder, Enkelkinder, damit die noch eine Zukunft haben hier in unserem Staat, weil wie gesagt, ich habe circa 800 Euro Rente. Ich habe ein Haus, ich habe Ofenheizung und ich habe Probleme, den kommenden Winter zu überstehen. Ich habe kein Gas und nichts, sondern ich muss mit Kohle heizen. Und das wollen sie uns ja auch noch verbieten. Und die Kohle, da kostet ein Paket von 6,99 kostet jetzt 46 Euro. Ein Paket, 25 Kilo, Rekordbrikett. Mehr ist es nicht. Freunde, habt ihr das gerade mitgekriegt? Ja, von 6,99 Euro auf 46,99 Euro, der totale Wahnsinn. Im besten und sichersten und tollsten Deutschland, das wir jemals hatten, werden sie im zu erwartenden Herbst, heißen Herbst, manch einer spricht von einem Wutwinter, werden sie dabei bleiben, Martina? Ja, auf alle Fälle. Mit Sicherheit, ganz, ganz sicherlich. Das ist schön. Ich gebe nicht auf, um Gottes Willen, bloß nicht aufgeben. Es geht um mich, um meine Kinder. Und der Enkelkinder. Ja, um der ganzen Welt. Richtig. Und sehr emotional, liebe Martina, das sind ganz wichtige Bilder, die wir da exportieren, liebe Freunde, nach ganz Deutschland, nicht nur nach Mecklenburg-Vorpommern. Lieber Raimund, liebe Martina, ich wünsche euch von Herzen Gesundheit. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir uns im Herbst wiedersehen. Hier in Malchin, in Rostock, in Neubrandenburg, in Greifswald, in Wolgast, in Teterow, in Grevesmühlen, in Schwerin, in Parchim, in Ludwigslust. Ich glaube, wir erleben ein zweites 89. Wären Sie dafür? Ja, auf alle Fälle. Und was ich noch sagen möchte, die Menschen sollen doch auch an die Menschen denken, die wirklich sehr wenig haben. Zum Beispiel bei den Tafeln sollte man sich engagieren, unterstützen. Weil die Regierung hier, unsere Politiker, tun das schon lange nicht mehr. Die tun nur noch sanktionieren, drangsalieren und damit sind wir nicht mehr einverstanden. Deshalb sind wir hier. Ich danke euch beiden. Bis bald. Liebe Freunde, demnächst wieder auf diesem Kanal TK aus HGW.